Ja, ich bin jetzt fast so gut ausgerüstet wie du. Fast, aber auch nur ohne was. Motorradhelm und so eine Zange, weiß ich nicht. Fühle mich echt nicht gut damit. Ja, aber finde heraus, wo du gespawnt bist und dann kann ich dir entgegenlaufen. Mehr kann ich momentan nicht tun. Ich hab einen Kompass. What the fuck, hab ich mich erschrocken. Warum? Ja, mit der Brechstange zugehauen und dann macht's Peng. Brechstange ist eine ziemlich schlechte Mili-Waffe. Es gibt die Feuerwehr-Axt. Die Feuerwehr-Axt ist die beste Nahkampfwaffe, weil die one-shottet Zombies. Die ist richtig geil. Ist die Zange besser als meine Hände? Ja. Dann ist es ja besser, dass ich die Zange habe als meine Hände, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob das viel besser ist, aber ja. Wenn Türen offen sind, war da schon jemand drin. Und da Loot nicht respawnt, lohnen sich die Häuser meistens nicht. Ich würde dir raten, lauf, sobald du gespawnt bist, erstmal Richtung Norden in irgendeine Stadt. Oder guck vielleicht erstmal, wo du halt bist, mit dem Schild. Wie mache ich den Kompass auf? Oh Gott. Was? Mach ich den Kompass jetzt auf? Hast du einen Kompass gefunden? Ja. Einfach in die Hand tun, den machst du nicht mehr auf. Du musst in die Hand tun, dann kannst du auf den Kompass gucken. Ja, wie auf die Hand tun, da passiert nichts. Ja, und dann hebst du ihn mit Leertaste hoch. Ich hab ihn im Inventar, hä? Ja, und dann nimm ihn doch in die Hand, oder du kannst ihn nach unten, hast du jetzt so eine Actionbar. Da kannst du sie alle draufziehen, da kannst du deine Waffen jetzt durch, deine Items durchswitchen. So eine Action. Jetzt hab ich ihn in der Hand, und jetzt? Wie sehe ich da drauf? Ja, wie gesagt, habe ich doch gerade erklärt. Du nimmst ihn in die Hand. Ich hab ihn in der Hand. Ja, und dann gehst du in Ego-Perspektive und guckst drauf, wo ist dein Problem? Ach lol. Ich kann ihn gar nicht sehen. Dann drück, Tab. Leertaste, dann hebt er ihn noch hoch. Ich hab ihn irgendwie wieder weggesteckt. Dann drück die Taste wieder. Krieg ich ihn raus? Die Taste wieder drücken dafür. Oder wieder unter deinen Charakter. Da steht 2 und ich drück 2 und da passiert nichts. Jetzt wenn ich 80 mal drauf drücke, was ist das denn? Ja, immer ein bisschen warten, der braucht immer ein bisschen. Oh, ich habe jetzt eine neue Feuerwerks gefunden. Ja, ich kann jetzt dir sagen, wo Osten, Westen und so ist. Das ist cool. Ja, dann kannst du dich schon mal prima orientieren. Du musst jetzt nur noch schnell herausfinden, wo du bist. Dann läufst du ein bisschen ins Landesinnere. Das, ich laufe jetzt erstmal ins Dorf und sag dir, welches Dorf das ist. Weil das ist leider nur ein Dorf und keine Stadt oder so. Koma Pobo. Ja, dann guckst du jetzt auf der Karte. Wo hab das ich ist. Halt. Ja, im Internet. Ich habe leider auch keine In-Game-Karte. Ja, du hast 2 Bildschirme, jetzt mach's. Ich bin hier mitten im Militärgebiet am Looten. Ich kann jetzt hier nicht gerade mal raustappen und 10 Minuten deine Stadt. Ich weiß nicht immer, welche Karte, wo es die gibt, aber. DaisyDB. Google. Bist du mal behindert, ne? Ja, tut mir leid. Ja, wenn ich Alex hier hätte und irgendjemand meinen Arsch stecken könnte. Du kannst dich auch da mal reinlegen und kurz mal warten und dann wir gucken. Nicht, wenn ich hier mitten auf dem Militärgebiet bin. Was sagte ich jetzt? Kabobo oder was? Habe ich nicht genau verstanden. Kabobo, Povoloka oder sowas? Ich wieder reingehen und wieder zurückrennen, ey, Hammer. Pimmel mich doch jetzt nicht so dafür an, ey. Wieso? Du sollst mit mir spielen und nicht mit dir alleine da oben auf deinem Airfeld mit deinem Penis spielen. Ja, ich kann nichts dafür, dass ich hier noch. Das ist wieder, weil du und Alex alleine gespielt haben die ganze Zeit. So. Die ganze Kuma Zeit. Bobo. Kuma Bobo. Muss irgendwo im Wasser sein. Kuma Bobo, hier hab ich. Ja, wo bist du? Links neben Balotta. Links neben Balotta. Siehst du Zelnogorst? Das ist auch ziemlich weit links. Oh Gott, diese Ruckler hier. Tschernogorst. Nein, nicht Tscherno, sondern Zelnogorst. Ganz links.
Ziemlich links im Ja, Außen. da, ja, das ist ja am Arsch der Welt, da oben Ja, ich links denke, du nochmal. bist Ich da bin links unten an der gespawnt. Küste. Ich bin unten links bei der Küste, bei Balotta. Ja, Am aber Airfield. da könntest du doch hinlaufen, oder nicht? Oder wäre das ein großes Problem für dich? Weil Zelnogorsk ist ziemlich netter Loot. Ja, dann laufe ich jetzt nach Oder du Zelnogorsk läufst und dann einfach laufe halt hoch ich. Richtung Airfield, weil da bin ich. Du musst aber die Wo Orientierung ist behalten und das mir dann denn? sagst, wo du bist. Wo ist denn Airfield denn? Das ist ja richtig. Wo soll das sein? Oben links, du kennst doch die Map, oder nicht? Ja, ich habe so viel DayZ mit dir gespielt, mir auf Chain und so. Ah, stimmt, ne, hast du nicht. Ja, du hast die ganze Zeit in der Obelisch und Taviana gespielt, hab ich vergessen. Ja, ich laufe jetzt nach Zelnogorsk. Kommst du da auch hin dann, oder was? Ja, kann ich gleich gucken. Ich muss Ort. erstmal mich dann orientieren gleich und dann laufe ich in die Richtung, ne? Jetzt Richtung Norden. Ich Und finde auf nur jeden Fall die dämliche Richtung. M4s. Soll ich jetzt nicht durch die Häuser kurz gucken, dass ich hier trinken und essen finde Du für mich? kannst gucken, wenn die aber alle offen sind, dann ist es unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. West Black. Ist das auch so eine Weste? Ja, okay. Die. Aber ich schaff das nach Hey. Zelnogorsk oder mit WB. Zelnogorsk, weißt du überhaupt, wo du hinlaufen musst? Ich weiß nicht, das wäre die Nee, beste Alex, Idee. ich. Ja, jedes Mal, wenn wir früher das nochmal die Map gespielt haben, hab ich gesagt, oh, du hast keine Ahnung von was und weißt nicht Ja, und hab so. ich, aber Ja, ich hatte dann auch hilf gerade ich! echt Sand in der Mumu. Oh, da ist ein Immer. Spieler. Oh. Aber der hat Angst vor mir, ich habe einen Motorradhelm und eine Brechstange. Und du warst die ganze Zeit nicht da. Ich musste jetzt alleine hier das Military-Gebiet looten. Was? Ich hab doch gesagt, dass ich gleich essen bin vorhin, dass es Du vorher im warst Backofen ist. nicht da und du hast mich nicht Alex, jetzt nerv nicht. beschützt. Jetzt geh wieder weg, wenn du nicht War ordentlich was da Tolles im sein willst. Military-Gebiet? Nein. Aber Ich muss alleine hier gehe ich jetzt weg, nicht hier zum sind Airfield. Spieler. Ich hoffe, du kommst dann nach Zelnogorsk und wirst mir trinken und essen. Ich kann den Ich habe Motorradhelm mitnehmen. zurzeit selbst wenig drin. Aber Oh, du bist ich Hammer, kann der es Jungslose auffüllen. Säge. Mach dich da wirklich gleich. Du kommst zu mir hin, ich pack meine Axt aus und hau dir einmal kräftig Ich auf den habe eine Kopf rein. Zange, du kannst mich mal mit deiner Axt und dem Motorrad helfen. Nur jetzt mal selbst gucken, wo ich bin. Was hier mache ich Roleplay, Henrik? Ich spiele eine Frau, also muss ich jetzt auch so eine sein. Was hat das damit zu tun? Was? Ich muss. Bin Roleplay, die macht auch dann. Wo muss es lang? Wo geht's lang? Ich hab Durst, ich hab Hunger, gib mir was. Das macht dein Charakter schon von ganz alleine. Unten links Text ändern und Ja, das muss nächstes. ich doch euch dann mitteilen als Frau. Oh, I auf need a der drink. Map wurden immerhin schon mal die Wasserhähne eingezeichnet. Das ist nice. So, Zelnogorsk habe ich gesagt, ne? Ja, du musst nach Süden laufen. Aber ich muss gucken, wo, von wo, also wie. Wo ist denn jetzt die Kack-Military Base? Bin ich so blind? Da ist das. Ja, bin ich glaube ich schon mal den falschen Weg gelaufen. Weil eigentlich müsste ich dann dort lang. Ist dort irgendwo. Alex, holst du mal on? Was Bayern spielt jetzt? Irgendwo in der Richtung Wir müsste spielen ich jetzt in der gucken. Viertelstunde, jetzt komm on. Hey, die haben gleich Anstoß um halb. Wetten, spielen die nicht ZDF oder so, ne? Nicht erstes, wa? Ich spiele im ersten, ja. Doch, echt? Ist die Clubweltmeisterschaft. Diesmal ist das Stadion sogar voll. Nicht nur so ein Zehntel voll. Wehe, du schreist, Alex, wehe. Ich leg mich gleich ins Bett. Nein, du Gute musst Nacht, jetzt der Schatz. Sieg spielen. Nee, ich schau jetzt Bayern. Nimm die Bayern auf, Mann! So kein Aufnahmegerät. Mann, die spielen 2-1, soll. Spoiler-Alarm, jetzt kommt. Ich habe hellseherische Fähigkeiten. Ich habe dir das Ergebnis verraten. Ich
Ich sag eh. Alex, Alex, wenn du böse bist und weiter guckst und nicht der Sieg kommst, guck ich auch und ich bin für die andere Mannschaft dann. Du kannst gerne für die Verlierer sein, da habe ich kein Problem mit. Mhm, das sagen wir. Sind das nicht Brasilianer, die brasilianischen Heinis dann oder was? Nein, das ist die Gastgebermannschaft, die nur daran teilnehmen durfte, weil sie Gastgeber sind. Weil es scheint ja ein wichtiges Spiel zu sein. Und dann wird sehen, wie die abgefahren werden. Ja, das machen die Fußballer ja nicht mal, Hendrik. Meistens machen die Fußballer dann nichts abfahre, weil dann machen die lieber langsamer, damit sie fürs richtige Spiel nächstes Mal anders ausgeruht sind. Jetzt Winterpause, das nächste Spiel ist im Ende Januar, Lukas. Ja, und guck mal, ist das Hitler, der da winkt bei denen im Stadion? Ja, es ist Hitler. So, ich bin jetzt Bayern schon. Tschüss, du Nazi. Danach komme ich gern zu Daisy. Ja, ich kann mir eine Hose nicht zerreißen, nichts. Doch, Tieren Tracks, das da. Ja, genau. Ich laufe jetzt gerade auf Zelnogorsk zu. Müsste gleich da sein. Sonst kann ich dir auch richtige Bandagen geben. Aber wenn du jetzt Rex hast, dann verbinde ich damit. Ja. Mitten auf der Straße. Hat geklappt. Nice. Ich verhungere, sagt sie. Naja, kriegst gleich Essen, wenn du bei der Kirche bist. Ich bin in der Nähe. Ich laufe gerade in der Nähe durch den Haus. Wie siehst du aus? Maske und pinke Mütze. Hast aber keine Waffen oder sowas mehr. In der Hand. Okay. Na, ja, ich bin in der Stadt. Wie sie schnauft, ey. Machen wir uns die Männer-Schnaufgeräusche. Ist das nicht normal? Ja, sind sie. Die ganzen Soundeffekte, also 99% aller Soundeffekte in dem Spiel sind nach Placeholder. Gibt ja auch noch keine Hintergrundmusik. Vielleicht will ich Vögel feiern. Ja, Atmosphäre, aber noch keine Musik. Vögelpfeifen ist Musik in meinen Ohren. Na dann. Oh, jedes Mal gehen die Türen in dein Gesicht um. Ja, aber du brichst dir nicht mehr so schnell die Beine. Ja, noch schön. Ja, ich bin jetzt gleich an der Kirche, wo bist du? So im Haus hier. Ey, es sind viele Häuser! Portable Guest, du. Hinter der Kirche ist übrigens auch ein Wasserhahn. Ja, mit dem Guest-Stove kannst du dann Sachen kochen, aber geht momentan noch nicht. Ja, dann wollen wir auch nicht mitnehmen. Nee, ich bin vor der Kirche. Ja, ich komm raus. Ich wechsle die Waffe. Schneller. Ja, bist du. Komm am besten mit ins Haus. Komm am besten mit ins Haus. Dass ich das auch für Loothaufen Das haben wir wie so ein Eskimo eingepackt. So Eskimo? Weiß ich nicht, als ob du unterwegs bist zu den Eskimo. Na, guck mal, hier ist zum Beispiel so eine richtig schöne getarnte Hose. Warte mal, ich packe in die Hose jetzt dir schon mal offenes Essen. Und eine Flasche Wasser. Siehst du das, was in der Hose drin ist? Kann ich aber bestimmt anziehen, oder nicht? Ja, ich sehe das auch, wenn's... ja. Ja, kannst auch die Hose gleich switchen. Vorsicht, da kommt... Zombie. Hat sie erledigt. Warte mal, ich kann mal versuchen, in den Zombie die Axt sonst reinzupacken, dann hast du wenigstens eine Waffe, mit der du dich gut verteidigen kannst.